auf dem Weg zur Xolalpe, oberhalb von Ohrnems. Hier ist eine Abzweigung, da heißt es Bergbauern, Schwefelberg, halt euch, also es geht hier Richtung Götzis. Von da bin ich gekommen, von Ohrnems. Und hier geht es weiter, Xolalpe, Ebnitz, Mehlhütte, Torkugel und der Götzner Berg. Ja, hohe Kugel. Blick auf Bodensee, Lindau, Richtung. Dann geht's hier weiter Richtung zur hohen Kugel. Ist da hinten. Ja, hier sieht man, wie die Sonne hier über den Bergspitze oder Hügelspitze, was auch immer, kommen wird gleich einmal. Also hier ist noch eher dunkel im Tal, wo die ersten Sonnenstrahlen zu sehen sind. Das ist ein schöner Rheintalblick, so teilweise hier noch in der Schweiz. Dann da ganz hinten zum Bodensee. Lindau, Langenargen, so in die Richtung, da vorne sehen wir sogar noch ein Adler, ganz oben überhalb von Hohenems. Ja, heute ganz hinten sind hier zwar über dem Bodensee einige Wolken, aber sonst im Rheintal überall wolkenlos. Ja, hier gibt es noch eine Abkürzung. Der alte Weg zum Xolalpe, steil, 30 Minuten und der neue 35 Minuten. Ich kann überlegen, ob ich den alten oder den neuen nehme. Wobei ich werde vielleicht den nehmen, wenn man da eine bessere Aussicht hat auf die 5 Minuten und so mit fahren. Hier am Elbele, so knapp 20 Minuten nach der Alpe, Xolalpe. Hier sind schon ziemlich viele Sonnenstrahlen über den Berg gekommen. Ja, hier kommen schon die ersten Sonnenstrahlen aufs Rheinland, so sieht man einen Blick sogar ein bisschen Schweiz rüber heute. Die Richtung geht jetzt mal zum Bodensee, da ist noch ein Nebel zu erkennen in der Tallage. Hier kommt man halt weiter, Blick in die Schweiz. Das müsste ungefähr in die Richtung Montagen sein. Halt weiter. Ja, heute eigentlich wolkenloser Tag. Der zum Wandern eigentlich ganz gut. Nette Wanderung durch die Golmeife. Da hat man sogar noch den Mond.
Ich hoffe, man sieht ihn. Ich nehme jetzt den kürzeren Weg, so ungefähr. Naja, ziemlich abenteuerlicher Weg, aber man macht alles mit. Vermutlich hat man von vorne halt eine recht schöne Aussicht, bevor wir wieder ins Tal gehen. Wir fahren ja noch mit dem E-Bike Friedrichshafen, das Luftfahrtmuseum. Aber hier die 15 Minuten, die nehme ich hier noch mit. Jetzt müssen wir mal wissen, wo wir abbiegen, ja? Ja, Emmersbrünnele. Emmersbrünnele. So, sind gleich noch 5 Minuten bis zur Alpe. Hier steht Paulsbrünnele, warum auch immer. So, das ist jetzt Gützenhaus. Das letzte Gasthaus vor der Kugel. Das ist so 1100 Meter ungefähr über Meeresspiegel. Ah, hier steht sowieso 1140. Hier die Almhütte, der Bauernhof, so, noch früher morgen, da muss kein Mensch hier. Da hinten sind noch ein paar Kühen. Die letzten Meter bis zur Alpe. Hier auch wieder schöner Panoramablick. Sonnenstrahlen schon aufs Rheintal runter. Ja, auf dem Rückweg von der Eifel zur Stuhlalpe mache ich ja noch einen kurzen
Umleitung zur, wie heißt es, Mehlrute, 15 Minuten, ja, den kurzen Ausflug, den habe ich hier noch nicht. Hier so eine Treppe, die hier hinaufzuführen scheint. Über den Weg kommt man ja, glaube ich, sogar auch zur Hohen Kugel, oder? Stimmt das? Ja. Zum Hohen Kugelbaum. Eine Stunde von hier, ein Dreiviertel. Hier hat man einen Einblick in einen dieser Hütten. Und so wie es ausschaut, kann man die tatsächlich mieten. Jetzt sollten wir eine Wanderung auf den Hohe Kugel machen, wäre das hier ein idealer Startpunkt, so quasi zum Übernachten. Und früh am Morgen loszugehen. So, das sind einige der Alphütten am Heipele. Die kann man, glaube ich, sogar mieten. Alle vielleicht nicht, aber die manchen waren da ein recht schöner Blick, vor allem ganz am Morgen hier bei Sonnenaufgang. Oder das heißt, Sonne ist ja schon länger aufgegangen. Aber wenn es die Sonne über den Berg schafft und die ersten Strahlen hier sind, also recht schön. Vorhin kommen ein paar Wanderer noch herunter. Das hier müsste eigentlich schon Mehlrittes sein. Da oben, wo ist er? Hier ungefähr. Man sieht ihn kaum. Der Mond. Und da vorne die Sonne am Aufgehen. Spätestens zur selben Zeit und von der Höhe eigentlich auch recht ungefähr gleich. Naja, die 5 Minuten, wo der Weg hier anscheinend kürzer ist. Ja. Rentieren sich nicht wirklich, aber man kann nehmen.
So, ich bin jetzt wieder auf dem Weg zur Alpe. Ja, eigentlich hier nur noch einige Meter entfernt. Mittlerweile ist später Vormittag, also so ganz grob jetzt circa 9 Uhr. Und selbst im Tal ist der Dunst schon verdunstet, so quasi. Allerdings sieht man den Mond immer noch. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht, hier mit der Kamera, mit der GoPro. Da vorne ein paar Fotos gemacht. Die Sonne ist auch schon ziemlich hoch. Da muss ich überall nicht. Sagen, ich habe schon ein paar Fotos von Mond gemacht, so bei 1100 Meter. Allerdings haben wir heute kein Stativ dabei, darum bin ich mir nicht sicher, ob alle gut geworden sind. Aber ich weiß nicht, ob ein Schwein gutes dabei ist, und ist so schon gut. Weil der Mond so spät hier fehlt. Dann haben wir hier in der Nacht und am frühen Morgen. Aber gut, wir sind hier auch schon einige Wanderer unterwegs. Ich bin ja recht früh am Morgen gestartet, da waren wenig Leute oder eigentlich gar keine unterwegs, bis auf zwei oder drei Bauern, wo ich gesehen habe. Und jetzt sind doch schon einige Wanderer unterwegs.